Okay, aber wahrscheinlich wird der Ladenbesitzer hier gleich abhauen, weil der müsste auf jeden Fall wissen, was er da verkauft. Help you? Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the deaths. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Get that son of a bitch. Ah, das war klar, dass er abhaut. Aber ich denke mal, das ist auch nur ein kleiner Fisch. Der Boss würde dort nicht im Laden stehen. Na, mal schauen, was der uns hier gleich zu sagen hat, wenn er überlebt. Ist ja immer so eine Sache, wenn wir jemanden verfolgen. Ja, jetzt hör auf zu treten hier. Wir kriegen dich schon. Keine Sorge. So. Okay, und alle hopp. Ja, mal schauen, wie weit er kommt. Weit kommen ja unsere Kollegen immer nicht. Okay, wir können auch keine Waffe ziehen. Das heißt, wir können nicht in die Luft schießen, um ihn anzuhalten. Wir müssen ihn also zu Boden reißen. Kriegen wir hin, denke ich. So. Aber der geht auch gute Kurven hier, ne? Der ist ganz schön flink unterwegs hier. Ui. Knockout. What the hell going on here? Morgan! That you? You picked the wrong cop, you fucking animals. Alright. Ja, schauen wir den mal hier. Oder wir packen uns den einfach mal und versuchen den. Okay, packen können wir den leider noch nicht. Wir müssen ihn noch mal ein bisschen hier kloppen. Ah, jetzt können wir ihn packen. So, Kollege. Dann steht er wieder auf. Finalen Schlag. Und zack. What's your name? Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Keep very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Unser Kollege würde den, glaube ich, auch ziemlich gerne abknallen. Okay, was haben wir hier? Don't think this is anything. Das sind nur ein paar Eier. This doesn't pertain to the case. Nee, das sieht der Cole Phelps schon richtig. Hat nichts mit unserem Fall zu tun. Wir haben ja noch Intuitionspunkte, dann brauchen wir nicht so viel Zeit hier verschwenden. So, einmal alle Hinweise anzeigen, Kollege. Gut. Was haben wir hier drin? Ah. Das sieht doch interessant aus. Wenn ich das jetzt mal ranzoomen kann. So. Okay. Also, unser Typ, den wir hier verhaftet haben, der muss davon wissen, wenn das hier so offen rumliegt. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ein Koffer voller Geld. Ja, kein Geld diesmal. Was haben wir hier? Ah. Also ein Ranzoom ist immer so ein bisschen blöd. Ist man immer so komisch. Ah, so, jetzt haben wir es. Ah, okay. So funktioniert also das System so. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Mhm. Okay, haben wir hier sonst noch was? Sieht aus wie so ein Stück Seife, aber ist keine Seife. Okay. Ich denke mal, in der Trompete werden wir jetzt nichts mehr finden. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber wir werden trotzdem mal gucken. Ja, nicht alles hier ist relevant, das stimmt. Okay. Ich denke mal, jetzt haben wir genug Informationen, um unseren Typen hier zu befragen. Ah, hier ist noch irgendwo was. Irgendwo war hier noch was.
Fragt. Hier irgendwo müsste noch etwas sein. Nee, den Koffer wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber irgendwas müsste da auf jeden Fall noch liegen. Da wurde mir noch was angezeigt. Das hier sieht aus wie ein Hotdog, was da liegt, ne? Ja. Vielleicht gehen wir einfach mal raus und gucken uns das von außen mal an. Nein, ich gehe nicht heim, ich gehe nicht heim. Ich werde nur gucken, ob ich von hier aus was finde. Aber scheint nicht so. Okay, dann gehen wir jetzt gleich nochmal rein und schauen dann drin nochmal. Aber eigentlich, wir haben ja alles gefunden. Gehen wir vielleicht nochmal in den Koffer hier, ob wir hier irgendwas übersehen haben, was ich nicht glaube. Wir haben ja auch reingeguckt. Ja. Ja, das haben wir schon. Okay, und bei der Trompete hat er sowieso gesagt, nichts ist hier, also das ist nicht alles interessant. Ah, das können wir noch untersuchen, okay. Ah, das war's, okay. Neue Person, Jermaine Jones. Morgan can give us something on this Jones character. Alles klar, dann hätten wir hier auf jeden Fall jetzt alle Hinweise gefunden. Easy way, würde ich sagen. About time we heard what Fleetwood here has to say, Cole. Ah, da bin ich mal gespannt, was Ernst jetzt zu sagen hat. We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. Schauen wir mal, Opfer eines Igelos. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black eyed peas. Nein, tust du nicht. You're lying, Fleetwood. We know that you supply them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my tan hair flipping burgers. Can you prove any different? Ja, einmal das. I work here days and play my horn nights. Why don't you fellas cut me some slack? Wissen. Okay. Da scheinen wir was falsch gemacht zu haben, leider. And resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. Alright, now what else you want to know? We have an address on the slips. We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you gotta help me some. Fleetwood, I'm gonna speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Well, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Myrtle, alright? I ain't got a last name. Okay, das hätten wir schon mal wissen über Jermaine Jones. Tell us what you know about Jermaine Jones. What's to know? All he's supposed to be is some booking agent. That's his job, anyway. Okay, ja, vielleicht. Does Jermaine Jones get you lots of work? Hell no, he don't care. Going for this burger stand, I'll probably be living under my coat in the alley somewhere. See you at the station, Fleetwood. But you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. We always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. That's that cop. Seems like a decent. Alles klar. Schauen wir mal. Neues Ziel. So, ab zum Lotteriegeschäft. Als Zielort festlegen. Wir lassen unseren Kollegen fahren. You can drive. Ja, you can drive, mein Freund. I heard you were in the blue room the other night. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids?
Where I go is your business. It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it? I don't know what you're talking about, Roy. Lotteriegeschäft. Okay, dann betreten wir mal die gute Stube. Oh, hier ist auch schon wieder so dunkel. Okay, werden wir mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Na gut. Wir haben ja noch Intuitionspunkte zum Glück. Die werden wir auch einsetzen. So, dann müssen wir jetzt hier nicht... Okay, hier haben wir das Erste. Oder Moment, weil wir gucken einfach nochmal bei unseren Hinweisen nach, ob wir hier vielleicht irgendwas zu finden. Seltsames Gekritzel. Was ist das seltsame? Ah, okay, hier haben wir es doch. Kirsche, Glocke, Win. Alles klar, da haben wir es doch. Kirsche haben wir hier zuerst schon. Da können wir Hold drücken. Okay, Hirsche, Glocke, Win. So. Da hätten wir schon mal den Win. Und jetzt brauchen wir nur noch die Kirsche. Die Glocke, nicht die Kirsche. Die Kirsche haben wir ja schon zum Glück. Ja, Glocke. Nee, noch nicht. Ja, jetzt kommen wir schon hier. Wir wollen nicht gewinnen, wir wollen die Glocke. Da haben wir es doch. Ja, hier haben wir unser Morphium. Na, nimmst du auch an? Jo. Sehr schön. With this quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Gut, dann haben wir hier auch sogar noch unsere Lose. Okay. Thanks for the paper trail, Merlin. Hier haben wir auch noch was. Neues Ziel, neuer Ort. Okay, ansonsten, das hätten wir. Oh, that's quite a win for a dime, Merlin. You better start talking. God damn it. Get after him, Phelps. Give it up, Audie. Oh, Leute, warum rennt ihr denn immer? Wir haben eure Namen, eure Adressen. Trotzdem denken die immer, sie kommen damit davon, wenn sie wegrennen. Ach, Mensch. Okay, wir können auf jeden Fall keine Würfe ziehen. Would you recommend a special, man? Ach so. Okay. Das war einfach nur ein
Passant, der umgeworfen wurde. Stop right there, Audi, or I will ja, shoot. Scheiß Verkehr. There he is. See him? Ja, los, jetzt bleib doch mal stehen. There he is, officer. Wir tun dir doch nichts. Wir verhaften dich doch nur, wenn du was verbrochen hast. Ja, jetzt hör hier auf, die Leute zu schubsen. Ey, dass ich hier keine Waffe ziehen kann. Ja, Hauptsache er schubst jeden um. What are you trying to do, Merlin? Ja, komm, komm, komm. Jetzt hab ich ihn. Easy way, würde ich sagen. Ja, mal schauen, was der jetzt zu sagen hat, ne? Also wenn der jetzt... Also ein unschuldiger Mann würde natürlich nicht wegrennen, aber... All right, relax, dass der schuldig ist, haben wir schon festgestellt. Nice one, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy. But don't damage that. That there's a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Gegenstand untersuchen, okay. Ja, was haben wir da drin? Verpflichtet sich die Summe von 200 Cent zu bezahlen. Alles klar, ein Schuldschein. Okay. Adi has Jose Ramez in his pocket. Ramez must have forgotten his lucky numbers. Okay. Sonst noch irgendwie was? Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I've paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Okay, Merlin, behave like a moron. The two dead guys. I'm telling the DA that you sold them the hop. Are you hearing this? Loud and clear, motherfucker. I have chips, and I'm not throwing my cards in this easy. Ramez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody. Were you in on the San Pedro robbery? The morphine that vanished from the wharves? You're barking up the wrong tree. I'm a middleman, and my ass is covered. You're not the guy we want, Merlin, but we're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you, and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Take the long way around. Don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. Ja, gut, wir hatten nichts gegen den in der Hand, aber trotzdem war der einfach frech. Und frech zu Polizisten zu sein, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Okay, ich denke mal, wir werden zuerst hier hinfahren. Okay, vielleicht... Ah, wir müssen... denke ich mal noch mal vorher telefonieren und die Adresse rauskriegen. Das kriegen wir doch hin. Hallo, ich will telefonieren. Phelps, Batch 1247. How can I help, Detective? I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Thanks, ma'am.